Hallo, meine lieben Freunde. Immer wieder mache ich die Erfahrung bei meinen Kunden, wie sie von Ängsten behaftet sind und sie nicht wissen, wie sie sich davon befreien können. Deshalb möchte ich heute auf dieses Thema eingehen. So stelle ich die erste Frage an dich. Bist du besonders empfindlich und sensibel? Ist dies der Fall, dann treten bei dir sehr leicht Ängste auf. Eine gewisse Art von Angst kann ja sogar sinnvoll sein, denn sie warnt dich vor Gefahren. Die einen leiden darunter und wieder andere werden durch ihre Angst sehr eingeschränkt. Du fragst, was ist Angst? Es können unterschiedliche Ursachen sein, die dich in Angst versetzen. Zum Beispiel vor Prüfungen, Tieren, Brücken und Höhen oder Flugangst und Autofahren, aber auch soziale Ängste, ungeliebt zu sein oder auch Angst vor großen Aufgaben. Diese Ängste können auch zu Panikattacken führen, denn Angst wird unterschiedlich empfunden und wirkt sich auch unterschiedlich bei jedem Einzelnen aus. Und wie äußert sich das? Schweißausbrüche, feuchte Hände, die Knie wackeln und ein unangenehmes Zittern geht über deinen Körper. Deine Gedanken drehen sich im Kreis, du bist unkonzentriert und dir ist schwindelig. Du isolierst dich, ohne dass du es bemerkst, von Menschen, die dir wichtig sind. Was kannst du tun? Nun, zuerst erkenne deine Angst und dann stelle dich deiner Angst. Schreibe dir auf, was deine Angst mit dir macht. Konfrontiere dich damit. Das ist bereits ein Anfang einer Therapie. Am besten geht es mit Entspannungstechniken wie autogenes Training, auch verschiedene Meditationen, zum Beispiel mit einem Mondritual, wenn es Vollmond oder Neumond ist. Meditieren kann helfen und hilft dir bei deinen Stimmungsschwankungen sowie bei inneren Unruhen und deinem Stress. Auch die Sonne hat eine Wirkung auf dich und mit den Sonnenstrahlen schenkt sie dir einen Tag in Freude. Daran kannst du dich festhalten und du schaffst einen Anfang zur Befreiung aus deinen Ängsten. Und wenn du es nicht alleine schaffst, ruf mich an. Wir finden eine Lösung, wie ich dir helfen kann. Ich bin für dich da. Herzlichst, Dirja.